Guten Tag und willkommen zurück zu Super Mario Tropical Freeze. Nachdem es im letzten Part ein bisschen holperig verlaufen ist, starten wir in diesem Part komplett durch und machen zuerst mal das Toadhaus. Tja, okay, direkt zu Beginn Lag. Ja. Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Shit. Egal. Ja, nachdem ich beim letzten Mal von Eindrücken so ziemlich erschlagen wurde, boah krass, ich habe trotzdem Ball bekommen, hoffe ich, dass es diesmal besser läuft und dass ich vor allem auch direkt kommentieren kann hier und nicht wie beim letzten Mal dann 10 Stunden hinterhänge, weil ich irgendwas anderes noch am Erzählen bin. Ja, das war im letzten Part nicht so toll. Boah, was? Ah, ich dachte gerade schon. Ja, komm, und jetzt laggt es hier schon wieder rum. Ach, die Lava steigt doch! Oh, und da wäre ein Acorn-Suit gewesen. Es laggt halt echt ziemlich heftig zwischendurch. Nein! Ey, nee, komm schon. Okay. Wahrscheinlich muss ich die Aufnahme gleich nochmal abbrechen. Ach man, ich wollte gerade erzählen, ja. Ich habe jetzt, mich ein bisschen auf die Aufnahmen vorbereitet, so überlegt, worüber könnte ich quatschen und so weiter, also mental einfach drauf vorbereitet, nicht wirklich jetzt hier gesessen und ein Skript geschrieben oder so, nicht, dass irgendwer das denkt. Das wäre ziemlicher Quatsch. Okay, hier gibt's nichts. Ja, okay, das dachte ich mir schon. Ey, naja. Ich habe jetzt hier nicht gesessen und habe irgendwie ein Skript geschrieben oder so. So ist es jetzt nicht. Aber ich habe mich halt mental darauf vorbereitet, so überlegt, ja, was könnte ich machen, wenn es zum Beispiel laggt. Und habe dann schon mal in Bezug darauf geschaut, wie stellt man den Quatsch überhaupt richtig ein. Keine Ahnung, warum ich das nicht vom ersten Part gemacht habe, aber es ging echt easy. Wenn ihr da Probleme mit habt, könnt ihr es einfach nachschauen. Und ich habe jetzt das Tutorial nicht bis zum Ende gemacht, weil ich wollte natürlich aufnehmen. Und wir haben schon etwas später, 20 nach 5. Und das Video soll spätestens 20 Uhr kommen. Deswegen. Und falls es jetzt hier wirklich weiter rumruckeln sollte, wonach es jetzt nicht aussieht, anscheinend hat sich es jetzt gefangen, dann könnte ich halt noch eine neue Aufnahme starten. Aber brauche ich anscheinend nicht. Alles klar. Oh, und es gibt noch einen Acorn-Suit. Nice. Dann auf zum Boss. Ist der Custom? Ach so, by the way, nice Musik. Eine meiner Lieblingsmusikstücke. Okay, das ist weird. Aber habe ich, glaube ich, schon im Tropical Freeze LP erzählt, dass ich das besonders nice finde. Ja gut, mit dem Acorn Suit ist es jetzt nicht der heftigste Bossfight, aber ich glaube, ohne kann der schon ziemlich anspruchsvoll werden. Und was ich noch zum letzten Part unbedingt sagen möchte, falls ihr da irgendwas bemerkt habt von wegen, dass der Sound nicht vernünftig ist, beziehungsweise manchmal hinterherhängt,
Habe ich bemerkt, ich habe auch versucht, das auszubessern und es ging zum größten Teil. Aber kann natürlich immer mal sein, dass man da irgendeine Stelle vergisst, weil das hat sich nach jedem Level um... Okay, schon wieder Lex, cool. Oh Mann, ey. Ey, nee, komm schon. Ich denke, ich werde das hier nach dem Level nochmal abbrechen müssen. Ja, aber erstmal zu dem Soundproblem. Das hat nämlich nach jedem Level hat sich das um, keine Ahnung, 30 Millisekunden oder so ungefähr verzögert. Und da musste ich halt dann jedes Mal einen Schnitt setzen nach einem Level. Und dann das Audio verschieben. Ja, gut, ist jetzt keine Herkulesaufgabe, klar. Aber es war schon sehr nervig. Und vor allem, dass ich manchmal dann auch... ich habe auch zum Beispiel den einen Track nicht herausbekommen. Disney, der war das sogar. Den wir gerade hören. Ich weiß es nicht, welcher Track das ist. Ich habe es nicht herausfinden können. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall wieder, es ist zu 100% aus Tropical Freeze. Okay, toll. Jetzt habe ich meinen Acorn-Suit verloren, weil er sich so komisch da immer dran heftet. Naja, was auch immer. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, welcher Soundtrack das ist. Kann ich leider nicht sagen. Hier ist nix. Okay. Weil ich denke, uns fehlt eine Starcoin. Ah, oben wird die auch nicht sein, ne? Nee. Oh. Wie knapp. Oh mein Gott. Okay, ist es schon ganz gut optimiert, das Dingen, aber irgendwie... Durch irgendwas kommen trotzdem immer Ruckler rein. Ich weiß nicht genau warum. Ich muss gleich mal, wie gesagt, nach dem Level nachschauen. Am Anfang gab es jetzt halt einen. Ich meine, ja gut, ist jetzt nicht allzu krass, nicht allzu schlimm. Aber dennoch ärgerlich, wenn das die ganze Zeit auftritt. Scheiße. Ich dachte, er wird eher hochgehen. Und ich habe leider auch zu spät bei den Dingern geschalten. Bei den Green Bananas. man muss hier tatsächlich die ganze Zeit weiterlaufen. Und was? Jetzt habe ich die nicht bekommen? Ah, super. Ja, weiß, wofür das war. Wahrscheinlich muss man vorlaufen und den Thwomp dann erst runterspringen lassen. Bevor man dann daherläuft. Also beziehungsweise bevor man den Ring aktiviert. Was geht hier ab? Alles klar. Okay, einfach nur mal ein bisschen warten. Und das habe ich mir schon gedacht, dass wir die zweite Starcoin nicht haben. Schade. Aber naja. Ist bestimmt wieder ein bisschen schwerer versteckt. Nice Idee. Und ich bin zu blöd dafür. Ich bin immer noch zu blöd dafür. Und ich bin schon wieder zu blöd dafür. Weil Mario... Mario springt höher.
als ich das irgendwie denke, deswegen... Habe ich da jetzt ein bisschen gestruggelt. Naja, wir sehen uns gleich. So, ich habe jetzt ein bisschen was eingestellt. Und ich hoffe, das passt jetzt alles so. Werden wir sehen. So, aber jetzt schauen wir erstmal, wo zum Teufel ist... Danke. Wo zum Teufel ist die zweite Starcoin? So, ich kann ein bisschen durchrennen. Da unten war auf jeden Fall die erste. Geh weg. Okay. Ich bin da oben kurz hängen geblieben. Ne, da oben ist sie nicht, ne? Nee. Nee, da ist sie nicht. Und der Pfeil? Soll der mir sagen, ja, renn ruhig weiter und dann verpasst du die Starcoin oder was? Nö. Auch nicht. Hier oben? Ah! Ey, komm schon. Okay, wir haben die Eisblume, alles klar. Ach man, ey, komm schon, ne? Die ist bestimmt richtig offensichtlich irgendwo, beziehungsweise in so einem... Ah, Moment! Da unten habe ich was gesehen. Kann man da rein? Alles klar. Und hier kann man stehen oder was? Hier? Alles klar. Okay. Also entweder man hat Glück und fällt da runter. Oder man sieht tatsächlich die Bananen am unteren Bildschirmrand. Aber ich glaube, hier sind extra so viele Plattformen, damit man hier nicht runterfallen kann. Naja. Wie auch immer. Ab ins Ziel. Das ist auch ziemlich geil, einfach die Level durchzuspeeden. Moment, den will ich jetzt nochmal probieren. Ist das echt so schwer, das zu erreichen? Ja gut, wenn man groß ist, nicht. Aber ist auch klar. Ja, dann haben wir das. Dann haben wir das auch nachgeholt. Alles klar, wunderbar. Oh, und ich dachte, er wird angefroren. Was? Ach komm schon, ey. Eben, als ich losgelaufen bin, bin ich so gut durchgekommen und jetzt fail ich so hart weg. Ja, oh, alles klar. Das hätte jetzt noch gefehlt, da zu failen. Hallo. Gut. Ach Mann, ey. Ich lauf los, krieg alles richtig gut hin, denk mir so, ja geil, jetzt renne ich hier durch den Level. Und dann fange ich auf einmal das Failen an. Schön. Alles klar, machen wir weiter mit A-Complaints. Machen wir weiter mit Acorn Plains 4, wollte ich sagen. Mushroom Heights. Warum hat er eigentlich den
Weltennamen nicht geändert. Ist das nicht möglich? Also nicht vernünftig möglich? Oder wurden... Was? Zum Teufel? Habe ich den da rüber geworfen? Nee, Moment mal, was war das gerade für ein weirder Bug? Aber jetzt mal ernsthaft. Was zum Teufel war das? Naja, wie auch immer. Okay, hier kann man rein. Das ist nicht der normale Weg, ne? Das wäre jetzt... Alter! Das war ja echt nicht feierbar gerade. Was war das denn? Ne. Also das war echt uncool. Was zum Teufel? Also, um nochmal zum Weltennamen zurückzukommen. Ich glaube, das wurde noch nicht herausgefunden, wie man es modden kann. Oh, Entschuldigung. Kann den... Nein. Er kann ihn nicht fressen. Ich glaube, das wurde einfach noch nicht herausgefunden, wie man es modden kann. Ja. Sonst hätte er den bestimmt geändert. Ich meine... Acorn Plains passt irgendwie absolut nicht. Kann mir nicht vorstellen, dass er da sich so dachte, boah. Also Acorn Plains, den Standardnamen, den kann ich erstmal drin lassen. Wo ist die zweite Starcoin, verdammt? Ach, die habe ich jetzt schon wieder verpasst, ey. Das kann es doch nicht sein. Ja, gut. Was soll's. Na, na. Ist hier oben was? Nö. Ist hier was? Nö. Hm. Boah, ne. Ich denke mal, dann wird das da sein, wo ich eben dachte, okay. Ja, okay, jetzt müssen wir alle Red Coins oder Red Bananas holen in dem Fall. Jetzt absolut, auf jeden Fall. Oh. 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 Alles klar, nice. Weil ich dachte noch so, okay, da hinter dem Hügel oder... keine Ahnung, diese Erhöhung halt. Vor der die Röhre war. Ich denke, da wird die sein. Wenn nicht, dann wüsste ich jetzt auch nicht auf Anhieb, wo die ist. Boah, was? Wie viele One-Ups, wie viele One-Ups waren das? Schon ein paar, ne? Ich denke, gleich probieren wir mal aus, das richtig zu machen. Beziehungsweise mit vielen Kugelwillis. Schauen wir mal, wie viele One-Ups wir holen können. Ich hoffe, wir kommen da jetzt überhaupt drauf. Ohne den Yoshi. Ja, da hinten nämlich. Ach, komm, ey.
Und ich wollte halt noch rüberfliegen, ne? Wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe mir hier den Acorn-Suit geholt, den wir geschenkt bekommen haben quasi. Ja, und den braucht man hier anscheinend auch. Holy fuck, ich meine. Alles klar. Gut, dass ich den mitgenommen habe. Sonst wäre es das an der Stelle gewesen. Aber anscheinend braucht man den Yoshi echt hierfür. Hm. Echt schade. Sonst hätte... Ernsthaft. Naja, was soll's. Sonst hätte ich halt alles schon im First Try haben können. Aber ich dachte halt, das wäre Bonus, die Kiste. Ich weiß nicht, warum ich das gedacht habe. Weil die war ja eigentlich komplett im Weg. Aber was soll's. Ganz ehrlich, haben wir es halt nachgeholt. Juckt auch nicht weiter. So, schauen wir jetzt aber mal, wie viele Kugelwillis wir mitnehmen können. Nice. Habe ich noch ein Power-Up rausholen können. Alles klar, jetzt haben wir aber richtig welche. Holy shit. Und der Fail-Ebene. Unfassbar, ich war sprachlos, aber was soll man dazu auch noch großartig sagen? Naja. Ich denke, das war's dann aber auch erstmal für heute. War ein witziger Part. Und vor allem ein wahnwitziger Part. Hahaha, xddd. Nein. So, machen wir Schluss für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann und ciao.